Die Vorstellung, wir müssten diesen Planeten schützen, ist eine verzerrte Vorstellung. Nicht wegen uns gibt es den Planeten, sondern wir sind aufgrund des Planeten da. Selbst der Gedanke, ich und der Planet, ist eine völlig falsche Auffassung, weil das, was du als ich selbst bezeichnest, deine körperliche Präsenz, lediglich ein Auswuchs dieses Planeten ist. Was immer du als Teil von dir selbst wahrnimmst, darüber braucht dir niemand zu sagen, du solltest dich bitte darum kümmern. Du wirst dich sowieso darum kümmern. Der Planet ist für uns alle da und wir können nicht allein hier bestehen. Wir leben hier nicht wegen unserer wirtschaftlichen Aktivität. Momentan wird uns weisgemacht, dass wir wegen der Prozente des Wachstums in diesem Land gut leben. Nein, wir werden hier gut leben, wenn alles grün ist, schön ist, Wasser fließt, die Luft rein ist, dann werden wir hier gut leben. Dieser Gedanke muss in den Kopf jedes Menschen, jedes Mitbürgers, jedes Kindes. Du musst dir immer über das Leben bewusst sein, welches es neben dem menschlichen Leben gibt. Die meisten Leute sind sich nicht einmal über die menschlichen Wesen bewusst. Also erinnere ich dich daran, du musst dir über alles, was lebt, bewusst sein. Einen Baum, eine Pflanze, einen Grashalm, einen hopsenden Grashüpfer. Du musst gegenüber allem lebendig sein. Andauernd tritt die Luft um uns herum in uns ein und kommt aus uns heraus. Und das ist die Grundlage unseres Lebens. Was du ausatmest, atmen die Bäume ein. Was die Bäume ausatmen, atmest du ein. Es findet ein ständiger Austausch statt. Wenn wir diesen Prozess nur eine Minute lang anhalten, wir verstehen, dass wir ohne den Austausch mit der Luft um uns nicht einen Moment leben können. Ähnlich ist es auf den Ebenen des Wassers und der Erde. Dieser Austausch findet statt. Also, wie wir mit der Atmosphäre und den Wasserkörpern um uns herum umgehen, wird die Beschaffenheit und die Qualität unseres Lebens bestimmen. Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir haben unser Bestes gegeben, um diese Worte auf Deutsch zu übersetzen. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Übersetzungsfehler. Es ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen.